Wir haben hier unseren neuen Pneumatikstreuer Rauch Aero 32.1. Das Besondere daran ist, er verteilt den Dünger mit der Luft. In der Mitte haben wir ein Gebläse, dann geht die Luft auf die Seite mit hoher Luftgeschwindigkeit. Dann haben wir hier das erste Vorteil, eine exakte Dosierung durch eine Nockenradwalze, die drehzahlabhängig den Dünger in die Luft dosiert. Im Prinzip wie bei der Sämaschine haben wir ein Zellenrad. Hier haben wir ein Nockenrad, das lässt sich besser reinigen. Dann schießt der Dünger raus in der Luft, kommt dann hier an diesen Wirbelkammerkrümmern, so nennen wir das, an. Das sind also die Düsen, die so gebaut sind, dass der Dünger sich ganz gleichmäßig aufsprüht. Und der Vorteil hier, wird also luftunterstützt nach unten geblasen. Ich habe keine weite Flugbahn, der Dünger braucht keine Flugeigenschaften, ich brauche auch keine Streutabelle dafür, sondern der Dünger wird einfach bauartbedingt immer exakt ausgebracht. Und ein weiteres Highlight ist das Grenzstreuen. Laufen wir mal nach außen, weil die letzte Düse hat dann diese Grenzstreuklappe und der Riesenvorteil ist, der begrenzt den Dünger genau auf der Linie, das ist also Zentimeter genau. Hier liegt 100% Dünger und 20 cm weiter liegt kein einziges Korn. Super exakt. Also der Rauch Exaktstreuer Aero